Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt den Class Serion an, Version 1.04. Credits dafür geht an das Modding-Team oder Modding-Gruppe, je nachdem, virtuelle Landwirtschaft raus. Ja, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann große Traktoren. Modder selber hat nicht viel dazu geschrieben, Rundumleuchten wurden entfernt, in LED-Strips geändert, dazu Front- und Spiegelblitzer. Des Weiteren wurden noch diverse Sachen verbaut, aber seht selber. Woher das Grundmodell im Allgemeinen stammt, steht halt leider nicht da, weil es gab ja schon mal ein paar Serions in der Richtung. Aber okay, gut, Class Serion 5000. 419 PS Standardleistung, 740 Liter Diesel, 90 Liter plus 70 km/h maximale Fahrtgeschwindigkeit, 10.000 Liter irgendwas, könnten Konvertierungsfehler sein, 346.900 in der Anschaffung, 17.691 im Leasing. Hauptfarbe könnt ihr in diversen Farben ändern, genauso wie die Felgenfarbe. Reifenhersteller, Reifenvariante, Design und Motorausführung stehen euch 4 Config-Blöcke zur Verfügung. Standardgemäß haben wir Trelleborg mit Standardbereifung. Dazu gibt es noch Radgewichte, Breitreifen mit Radgewichten, Zwillingsbereifung vorne und hinten und dann wieder Standard. Michelin, Standard, Radgewichte, Breitreifen mit Radgewichten, Zwillingsbereifung vorne und hinten. Goodyear 1400-30R46S. Das gleiche in grün nochmal mit R46B. 46S und 46B und dann sind wir auch schon wieder bei Trelleborg. Design Standard, dann haben wir 650, 1150, 1650, 2150 Kilogramm Gewicht, was ihr hier hinten mit drauf platzieren könnt. Und Motorausführung Serion 4000, Serion 4500 und Serion 5000, ne? Ganz klassischer Fall, sind wir dann bei 419, 479 bzw. 600 PS an Leistung. Gut, schauen wir uns das gute Stück mal an. So sieht das im Endeffekt aus. Beachtliche Größe. Logischerweise, wir haben hier draufstehen Class 5000 Serion. Ne? Wir haben Trelleborg-Reifen, die sehen soweit toppi aus. Vorne haben wir Class. Ne, Frontkonsole logischerweise, ja, Lichter, Arbeitslichter, oben nochmal Serion dastehen, dann hier HD RX 2019, deutsches Kennzeichen, wenn nicht ganz real, aber ne, Hauptsache dran. Dann, ja, Fakreda, ne, kommt vom Modder, wir sind unpolitisch, nur mal jetzt noch so, bevor jetzt hier wieder ne, Dings ausbrechen sollte. Hier oben haben wir dann dementsprechend noch virtuelle Landwirtschaft, LS19 noch mit hingeschrieben bekommen. Hinten im Heckbereich habe ich jetzt mal Mitgewicht genommen, ne, das übliche, Bremslichter, Blinker, Arbeitslichter hinten, ganz klar. Dann hinten nochmal ein Kennzeichen, HD RX 2019, hier oben dann auch nochmal virtuelle Landwirtschaft, LS19 mit drauf. Hier sehen wir noch AdBlue-Tank, Feuerlöscher, im Innenbereich ein Sitz mit Glas, Lenkrad, Bildschirm, Klima, Radio, Schießmischtot, links und rechts Spiegel. Die glitschen allerdings so von ihrer Form hinaus, das sieht man an der linken bzw. an der rechten Seite. Und man kann auch hier schon erkennen, wir haben diesen Grauschleier da mit drauf, dieses allgemeine Grauschleier-Problem, was nicht so dolle ist, aber ja. So, machen wir mal Soundcheck. Wir setzen das mal im Vergleich mit diesem wunderschönen Quadrack hier, den wir im Spiel haben. Ne, hört sich leicht anders an, es ist also nicht schon mal der Sound davon. Nur um das schon mal vorwegzunehmen. Ja, zum Sound kann ich jetzt per se nicht so viel dazu sagen, müsste dann wie gesagt nachlesen, wenn ich da mehr in Erfahrung bringen kann,
weil da kann ich gerade nicht abschätzen, wie nah oder wie unnah. Kommen wir mal zum Thema Funktionalität. Ihr seht prinzipiell, wir haben diesen Grauschleier überall auf diesen Fenstern hier mit drauf. Also nur vorne, hinten, links und rechts. Deswegen sehen die Spiegel auch so aus, wie sie aussehen. Also sprich, man kann gegen, also wenn die Sonne hinter einem ist, nichts erkennen. Das sollte auf jeden Fall nochmal gefixt werden. Ansonsten, Fahrer ist mit animiert. Ebenfalls unten das Gaspedal wird gedrückt. Das sieht man auch hier von außen so wunderschön. Ansonsten eine Hand am Lenkrad, eine an diesem Joystick hier. Der bewegt sich in dem Fall allerdings nicht. So, Armaturen haben wir in dem Fall nur rechts hier auf den Monitor, die kmh-Anzeige, die haut soweit auch hin, so was da drauf steht, ne, man kann es zwar ein bisschen schwer erkennen, aber das haut soweit hin, das ist soweit mit animiert, ansonsten haben wir jetzt da vorne nichts weiter dastehen. Wenn wir einmal hier in die Nacht reinschalten, sehen wir auch prinzipiell, der Bildschirm hat Beleuchtung, wir haben hier oben einzelne Elemente, die beleuchtet sind, aber wenn ich jetzt hier Licht anschalte, tut sich da nichts weiter, auch bei den Knöpfen hier nicht, also nur teilweise in dem Fall. Blinker werden in dem Fall ja auch nirgendwo noch mit angezeigt inne. Jo. Blinker sind aber außen da, wie man sehen kann, reflektieren sie auch, vorne sowie hinten, das passt. Rundumleuchten haben wir jetzt hier keine mehr drauf, dafür halt dementsprechend diese LED-Stripes, oder wie man das auch immer am englischsten ausspricht, ne? Das sind diese kleinen Teile hier, die da halt verlinkt sind. Ja, schick schön, reflektieren auf jeden Fall. Wenn ich hier mal an Bäume ranfahre, seht ihr das auch. Ne? Das passt soweit. Ist immer Geschmackssache, ob man nun zu viele braucht oder nicht. Aber das müsst ihr dann wissen. Ansonsten halt normales Fahrtlicht, vorderes sowie hinteres Arbeitslicht, was man noch mit einschalten kann. Geht separat auch mit NumPad 5 und NumPad 6. Ne? Standard kennt man mittlerweile. Fahrphysik allgemein, beziehungsweise Fahrgefühl allgemein, ist eigentlich okay. Muss man sagen, also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass der Mod zu leicht ist, aber auch nicht zu schwer, das ist alles soweit ganz ganz angenehm, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Wir können noch den Lenkmodus ändern und wir können die Fahrtrichtung wechseln. Lenkmodus sind wir jetzt momentan auf Allradlenkung, wenn ich Steuerung links Z drücke, komme ich auf die Vorderradlenkung, sodass sich da in der vorne nur noch was bewegt. Dann gibt es noch den Hundegang links, der sieht dann so aus. Kennt ihr ja mittlerweile auch. Dann gibt es noch den Hundegang rechts, der sieht dann so aus. Und dann wie gesagt die Allradlenkung. Mit Steuerung links B schalten wir einmal hier um, dann hebt sich die Kabine an, dreht sich dann einmal nach hinten und setzt dann auf. Ich habe jetzt natürlich hier Gewicht drauf, sprich das solltet ihr nur dann machen, wenn ihr kein Gewicht mit drauf habt. Ansonsten sieht das dann nämlich jetzt so aus, wie es jetzt aussieht, nämlich richtig scheiße. Ne? Aber es geht auf jeden Fall, ist auch alles animiert, ist tippitoppi, da kann man nichts dagegen sagen. Ja, ansonsten werden wir natürlich noch einen kleinen Check machen, ne? Das ist ja ganz, ganz klar. Ne? Dafür nehmen wir einfach mal hier das gute Stück, wir wollen den ja mal ein bisschen herausfordern und einfach dann mal noch ein tolles Gewicht vorne mit dran. Ne? So, alle sind mittlerweile auch wieder richtig hingestellt. So. Jo, Sound hat es auf jeden Fall. Dynamische Kabel haben wir auch, beziehungsweise Schläuche. Das passt soweit. Ohne Probleme. Dann fahren wir einmal hier nach hinten. Versuchen wir vorne noch das Gewicht dran zu hängen. Auch hier haben wir Sound. Auch hier passt das ohne Fehler. Wunderschön, wunderbar. Ja, Thema Lok. Wir haben drei Lokfehler mit drin. Die sind jetzt hier teilweise, könnten da dupliziert sein. Ah ne, wir haben hier oben. Ne, Error, Error, Error. Er kann irgendwas nicht laden. Einmal ja, Syntrack Lights, Dumb DDS, dann Syntrack Lights, Specs DDS und irgendwas mit Trans Clear DDS. Das sind drei Errors, die rausgeschmissen werden. Ansonsten war es das auch schon. Wäre dann auch noch eine Möglichkeit zu fixen. Ja, wer damit Spaß dran hat, wen diese Bling-Bling-Dinger hier nicht stören, wer auch mit den 70 km/h kein Problem hat und so weiter und so fort, der kann sich's gerne downloaden, wie gesagt, Dings wäre noch nicht schlecht, sprich wenn die Spiegel gefixt werden würden, wenn der Grauschleier weggeht,
Na, und die Logfehler natürlich beseitigt werden sollten, dann ist das ein Tobi-Mod. Ja, in dem Fall, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß mit diesem Glas. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.